Ja, noch lieber vielleicht sogar eine Vizekanzlerin, denn es wäre ja eine doppelte Botschaft, eine Frau mit Migrationshintergrund, die ja auch so ein bisschen manche Vorurteile über Migrantinnen korrigieren könnte. Ich glaube, das wird kommen. 1994 wurde der erste Abgeordnete türkischer Herkunft gewählt, das war ich. Mittlerweile gibt es auch Abgeordnete von der CDU, die haben da auch dazugelernt mit Migrationshintergrund. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden das schon sehr bald erleben, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund in der Exekutive Verantwortung übernehmen, also in der Regierung. Noch wichtiger ist mir allerdings, dass die Frage der Herkunft gar keine Rolle mehr spielt. Wir wollen eine farbenblinde Gesellschaft, in der nicht so wichtig ist, wo jemand herkommt, aus welchem Land, sondern wichtig ist, wo man hin möchte, was man vorhat und was man dafür tut, damit das, wofür man sich einsetzt, auch passiert.